zu Ihren Diensten, Sir Galahad. Hier entlang. Ah, Tesla. Wie gerufen. Welche neuen Entwicklungen haben Sie für mich? Ein paar faszinierende Dinge, wenn ich sagen darf. Gibt's was Neues zu dem Ärger auf dem Grosvenor Square? Die Polizei ermittelt. Und ermittelt. Lucana, vor der Haustür des Feindes in Indian Company. Was halten Sie davon? Mayfair ist nicht mehr das, was es mal war. Erlauben Sie mir, ein paar meiner Experimente zu überprüfen. Solange schauen Sie sich um. Sehen Sie sich ruhig alles genau an. Aber vorsichtig. Ich verstehe kein Wort. Ziemlich antik. Kaum zu glauben, dass wir diese Kommunikatoren mal benutzt haben. Nicola, wie geht es Ihrem Freund Edison denn so? Thomas und ich reden nicht miteinander. Der Mann ist ein Idiot. Sir Galahad. Bitte, hier entlang. Das hier könnte Sie interessieren. In diesem Gerät können Sie Edisons ineffizienten Gleichstrom in meinen überlegenen Wechselstrom umwandeln. Recht praktisch zum Überladen und Ausschalten bestimmter elektrischer Systeme. Eigentlich nur ein Vakuumröhrengleichrichter mit ein paar Messingklemmen, um das Design zu verbessern. Und ein Tragekoffer aus Leder. In jeder Röhre ist eine kleine Menge Quecksilber. Sobald es darin richtig ausgerichtet ist, ist das Gerät einsatzfähig. Versuchen Sie's. Das Quecksilber oszilliert mit dem Strom.
Es muss präzise ausgerichtet sein. Es kann etwas schwierig sein. Das Quecksilber oszilliert mit dem Strom. Es muss präzise ausgerichtet sein. Excellent. Sie erstaunen mich immer wieder, Nicola. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu meiner neuesten Erfindung. Hier. Scharfschützenkarabiner SX-84. Beeindruckend. Sie hatte nie mein Auge für Handwerk. Ich habe ihn mit einem Teleskopvisier ausgerüstet. Ideal für Distanzschüsse. Ich wäre geehrt, wenn Sie ihn testen würden. Mit Vergnügen. Guter Schuss. Gut ausbalanciert. Ihr Können erstaunt mich immer wieder. Ein Schalldämpfer würde ihn perfekt machen. Ich kümmere mich sofort darum. Und würden Sie gerne meine anderen Kinder kennenlernen? Verlockendes Angebot, aber ich muss zurück zu den anderen. Natürlich. Oh, das Monokular, das General Lafayette bestellt hat, liegt dort drüben auf dem Tisch. Er wird es bekommen. Wir gehen paarweise vor. Isabeau, du nimmst dir mit Lafayette die High Street von Süden vor. Galahad und ich kommen von Norden. Wieso geht der Franzose nicht mit Galahad? Mademoiselle misstraut meinen Absichten. Ich verspreche, die ritterliche Höflichkeit stets zu wahren. Ich hätte gern jemand mit etwas mehr Erfahrung, der mir den Rücken frei hält. Ich dachte, du brauchst keinen Aufpasser. Na gut. Sie gehen mit Galahad. Mademoiselle erlaubt mir vielleicht eines Tages mein Können zu zeigen. Eines Tages. Denk dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Denen wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Nach unserer Entdeckung in Mayfair sollte das Royal Hospital unser Ziel sein. Seltsam, dass die Lykaner ihr Unterschlupf finden, nicht wahr, Monsieur? Glaubst du wirklich, dass die Rebellen mit den Halbblütern kollaborieren? Der Lord Kanzler ist davon überzeugt. Ich habe meine Zweifel. Vertrauen Sie irgendwem, mon General? Nimm niemals hin. Stell immer Fragen. Mein Motto seit Jahrhunderten. Passt auf euch auf, alle. Dies wird kein leichter Gang. Geldschuhe. Ein Hort von Taschendieben, Kollaborateuren und Zuhältern. Früher war das einmal ganz anders. Da stand eine Kapelle. Ein Rückzugsort für Reisende. Das war sogar vor meiner Zeit. Die Stadtmauern standen noch nicht. Tja, man kann mal schaffen.
Wir treffen uns beim Krankenhaus. Pass auf dich auf. Verstanden. Hier entlang, Monsieur.